Wohin denn so eilig? Oh, Cricket. Er möchte doch nur ein Burrito. Jeder Gefangene hat das Recht auf eine gesunde Mahlzeit. Das ist doch verrückt, Cricket. Das ist schließlich ein wildes Tier. Ich glaube, dass er einfach nur missverstanden wird. Wahrscheinlich kennt er sich in der Stadt noch nicht so gut aus, genau wie wir. Ich bin zwar streng, aber fair. Ich gestatte dem Gefangenen ein Essen seiner Wahl. Und das möglichst schnell. Ein ihrer leckersten Burritos, bitte. Ja, nehmt euch, was ihr wollt! Wow, danke! Vielen Dank für die leckeren Burritos, Daisy! Oh, bitte, Tilly, gib dem Hund hier keinen Namen. Das ist ein Bär, nicht unser Freund. Oh, das ist ja nicht mit anzusehen. Ich mach das. Blöder Bär. Oh, du isst auch gerne Fischburritos. Ich dachte, ich wäre der Einzige. So, du hattest dein Essen. Zeit, zum Veterinäramt zu gehen. Aber Cricket, sie ist am Verdursten. Ja, sie sieht wirklich ein bisschen durstig aus. Ah, schon gut, ihr Softies. Beeil dich, ich hab nicht den ganzen Tag Zeit. So ein Dummkopf. Das reicht, Zeit, dich auszuliefern. Oh, jetzt schon? Ja, irgendwie ist sie doch niedlich, oder? Na gut, vielleicht noch ein paar allerletzte Wünsche. Das von uns, Leute. Danke und gute Nacht. Oh, bitte, bitte, zu freundlich. Was sollen wir als nächstes singen? Oh, vielleicht irgendwas in Richtung Country-Musik. Wohl ein Musikbanauser, ha? Das wollen wir doch mal sehen. Gucci, Gucci, Gucci. Bärenknuddeln. Eine Bewegung, Pfoten hoch. Oh nein, wir kommen zu spät. Er frisst die Kinder auf. Alles klar. Shotgun. Wir können euch nicht genug danken, Kinder. Nur aufgrund eures Anrufes ist es uns gelungen, die Bestie einzufangen. Lustig, wie sich manches entwickelt. Oh klar, gern geschehen. Genauso hatte ich das alles ja auch geplant. Seid nett zu ihr. Sie kann nur einschlafen, wenn man ihr was vorsingt. Sie liebt es, hinter den Ohren gekrault zu werden. Und ihr Lieblingsessen sind ziemlich sicher Fischburritos. Cricket, haben wir auch das Richtige getan? Ich glaube schon, Tilly. Aber warum tut mir dann mein Herz weh? Schließlich war sie nur ein Bär. Oh, wem mache ich hier was vor? Daisy war mehr als ein Bär, sie war unsere Freundin. Und Freunde lassen Freunde nicht in kalte, tiergerechte Gefängniszellen sperren.